Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe aus meiner Community heraus noch eine Frage gehabt und auch aus einem Showfix-Call von letzter Woche von einem meiner Kunden, wo ich gefragt worden bin, ja Thomas, wie sieht es denn letztendlich aus mit, was ist besser, Festpreise, Paketpreise für eine Dienstleistung, Softwareentwicklung anbieten oder letztendlich Stundensätze oder Tagessätze und wenn ja, welche, und welche Höhe und so weiter und so weiter. Und in Bezug auf meine Lektion aus meiner Akademie heraus, wie ich ja auch, je nachdem, welches Paket du bei mir gebucht hast, auch kostenlos meinen Kunden zur Verfügung stelle, ist dieses Video hier. Da habe ich besprochen, welche Art von Projekten, ja, kannst du überhaupt da draußen so mal erwarten zu gewinnen. Ja, da gibt es einfach die zwei großen Unterschiede, also Ongoing-Projekte oder letztendlich geschlossene Projekte. Das heißt, eine Firma entschließt sich, ein Problem zu lösen, indem es eine Software bauen lässt von einem externen Dienstleister, erstellt einen Anforderungskatalog oder ein sogenanntes Pflichtenheft, wo die ganzen Spezifikationen drinnen stehen, von A bis Z, entweder gemeinsam mit dem Dienstleister oder mit einem Berater, extern unabhängigen Berater nochmal zusätzlich dazu geholt, ja, der sozusagen nochmal die neutrale Brille auf hat, oder sie aber arbeiten das Ganze komplett alleine intern und vergeben das dann sozusagen komplett an den externen Dienstleister, der sozusagen ein geschlossenes Projekt dann darstellt. Die bauen das Ganze natürlich auch mit iterativen Feedback-Schleifen und Kommunikation und alles drum und dran. Aber letztendlich bauen die geschlossen diese ganze App, zum Beispiel bei der App-Entwicklung ist es häufig so, ja, und dann kriegen der Kunde das fertige Ding und that's it. Da ist das Ganze in der Regel abgeschlossen, finito, fertig. Ja. Und Ongoing-Projekte ist in der Regel so, dass da eben schon Projekte laufen, die ongoing sind. Also letztendlich, es gibt mehr oder weniger insbesondere bei größeren Firmen, die, sagen wir jetzt, auch umstellen, vieles quasi digitalisieren und oder auch schon viel mit Software gemacht haben, oder letztendlich auch viele größere IT-Firmen, die wiederum als Teil deren Portfolio immer zunehmend immer mehr Software mit aufnehmen, verkaufen. Also mal plumpes Beispiel aus der Industrie, Maschinenhersteller, Maschinenbauer, ja, wo vor ein paar Jahren vielleicht Maschinen alle noch quasi manuell bedient wurden, jetzt zunehmend immer mehr Software. Also alles wird sozusagen zunehmend in Software umgewandelt. Ja. Die Mechanik wird letztendlich umgewandelt in Elektronik, die Elektronik dann in Software und so weiter. Und die alles mögliche automatisch steuert und so weiter. Und vielerlei Anwendungsfälle, Use Cases und so weiter, wo letztendlich, und das ist der Punkt, ständig irgendwas entwickelt wird. Also permanent und zunehmend immer mehr proportional zu der Wertschöpfungskette des Unternehmens. Ja, und wenn du dich da natürlich als, oder ich zum Beispiel einen Kunden von mir als Dienstleister rein verkaufe, ja, dann hast du da natürlich sozusagen Open End, ja, ad infinito, hier die Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem du hier in der Softwareentwicklung dort ongoing quasi bis in alle Unendlichkeit theoretisch, solange es die Firma gibt oder sie verkauft wird oder was weiß ich, hier Geld zu verdienen und mitzuwirken in der Softwareentwicklung. Ja. Und da ist es halt so, dass du in dem Fall, ja, wenn du dir jetzt die Frage stellst, soll ich jetzt Paketpreise anbieten oder per Tagessatz, in der Regel es bei Ongoing-Projekten sehr, sehr schwierig ist, irgendwas anderes zu verkaufen als die Tagessätze. Warum? Weil es einfach der Standard ist. Ja. Es müssten ja dann immer wieder irgendwelche Schnipsel, also quasi Segmente, ja, irgendwelche Cluster irgendwie immer wieder abgetrennt werden und immer wieder sozusagen vergeben werden. Ja. Und du müsstest dann immer wieder neu kalkulieren, wie lange das dauern könnte, damit du letztendlich am Ende nicht zu drauf zahlst oder auch nicht zumal übermäßig viel verlangst und so weiter und so weiter. Das ist alles viel, viel komplizierter und das weiß der Endkunde natürlich auch. Und von daher ist es einfach keep it simple. Ja? Und glaub mir, du kannst auch mit Tagessätzen sehr gut Geld verdienen und auch sehr gut skalieren. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Und
Genau. Und bei geschlossenen Projekten, die in der Regel viel, viel seltener sind und mit einem sehr, also mit einem wesentlich geringeren Customer Lifetime Value, Ausnahme, wie immer gibt es Ausnahmen, Enterprise. Ja, also alles, was ich für meine Kunden in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht habe, in Sachen zum Beispiel Enterprise E-Shops, ja, wo du allein schon 100.000, 100.000, 200.000 Euro Lizenzkosten im Jahr hast, nur Lizenzkosten. Ja, die Entwicklung so eines E-Shops kostet eventuell 1, 2, 3 Millionen. Ja, auch das ist ein geschlossenes Projekt, wo dann immer wieder weiterentwickelt wird. In der Regel ist es quasi auch wieder so eine Mischung. Ja. Aber dieses Projekt dauert halt vielleicht ein Jahr oder zwei oder vielleicht sogar drei. Und mit einem Umsatzvolumen, Auftragvolumen von 2 Millionen Euro. Ja. Also das ist dann wieder nochmal eine andere Geschichte. Okay, so viel, so weit, so gut. Ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen vernünftig beantworten. Wenn ja, bitte hier auf YouTube ein kurzes Ja in die Kommentare beziehungsweise ein Like da lassen, einen Daumen hoch oder das Video teilen mit Leuten, die vielleicht die ähnliche Frage haben. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen beziehungsweise im Call. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.